ersten Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Auch wenn wir heute Morgen vielleicht eine ein bisschen kleinere Runde sind, freue ich mich trotzdem, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und gemeinsam, das bedeutet nicht nur die Leute, die heute Morgen hier vor Ort sind, sondern gemeinsam, das schließt auch all diejenigen mit ein, die uns heute von zu Hause aus zugeschaltet sind. Denn wir alle zusammen als eine Gemeinde feiern heute Morgen Gottesdienst. Das ist doch wunderbar. Und wenn ihr euch fragt, mit wem ihr heute Morgen hier eigentlich Gottesdienst feiert und werden diese Leute sind, die heute hier so singen und hier vorne stehen, dann möchte ich uns kurz vorstellen. Denn wir, die wir heute diesen Gottesdienst mit euch gestalten, sind Bewohner, sind Studierende des Albrecht-Bengel-Hauses. Das Albrecht-Bengel-Haus ist ein theologisches Studienhaus in Tübingen mit rund 120 Studierenden, den sogenannten Bengeln. Die meisten studieren bei uns Theologie auf Pfarramt oder Lehramt, aber nicht alle. Alle gemeinsam aber studieren an der Universität in Tübingen. Und wir alle teilen in diesem Haus Alltag miteinander und in Ergänzung zu unserem Studium werden wir persönlich und theologisch begleitet. So viel als kurze Selbstvorstellung von unserer Homepage. Wenn jetzt der ein oder andere neugierig geworden ist, was das heißt oder vielleicht auch noch ein Fragezeichen im Gesicht hat, dann habt ihr die Möglichkeit, entweder auf unserer Homepage vorbeizuschauen, bengelhaus.de, oder wir haben draußen einen Tisch mit Infomaterial im Anschluss zum Gottesdienst und natürlich die Einladung, kommt mit uns ins Gespräch. Der Wochenspruch für den heutigen dritten Advent steht in Jesaja 40, Vers 3. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Wir beten jetzt gemeinsam mit den Worten des Psalms 130. Wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Wir sprechen im Wechsel, ich werde beginnen und bitte Sie dann, die eingerückten Zeilen zu sprechen. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Bei dem Vater und dem Sohn und dem Wir beten weiter. Lieber Herr Jesus, wir kommen nun vor dich mit allem, was uns auf dem Herzen liegt. Brich du durch alle Mauern, die uns von dir und voneinander trennen. Wir vertrauen uns deiner Fürsorge an und tun das auch in diesem Gottesdienst. Gib, dass jetzt nichts Falsches gesagt und nichts falsch verstanden werde
und rede du zu jedem Einzelnen durch deinen Geist. In der Stille bringen wir jetzt vor dich, was uns beschäftigt. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Amen. Sie dürfen sich gerne wieder setzen und die Band spielt jetzt mit uns das erste Lied. Liebe Gemeinde, um uns auf die heutige Kurzpredigt einzustellen, möchte ich, ohne zu sehr vorwegzugreifen, über ein Thema sprechen, das uns alle betrifft und auch eine Rolle im heutigen Bibelabschnitt spielen wird. Wahrnehmung und Bewerten oder auch Urteilen. Dabei spreche ich nicht als Theologiestudent zu euch, sondern ich bin einer von diesen Nicht-Theologen, ich studiere Psychologie. In unserem Alltag müssen wir ständig Entscheidungen treffen, um handlungsfähig zu sein. Wir nehmen Ereignisse oder Situationen wahr, bewerten und organisieren die Informationen, fällen ein Urteil und leiten daraus ein bestimmtes Verhalten ab. Ein Beispiel, was dem einen oder anderen vielleicht hin und wieder begegnet, entstammt dem Straßenverkehr. Stellen Sie sich die folgende Situation einmal vor. Sie fahren mit entspannter Reisegeschwindigkeit auf der linken Spur der Autobahn an vereinzelten LKW vorbei. Von hinten nähert sich ein schwarzer BMW, der gar nicht daran denkt, abzubremsen und anfängt, Sie mit der Lichthupe zum Rechtsabbiegen zu bringen. Sie nehmen diese Situation wahr. Bewerten den anderen Verkehrsteilnehmer als rücksichtslosen Raser und denken Sätze wie: Was fällt ihm ein, auf meiner Spur so zu rasen? Der ist ja nicht mehr ganz richtig im Kopf und vor allem, der gibt mir Lichthupe? Ihr Stolz ist zu Recht verletzt, das Urteil steht,
Er verhält sich falsch und Sie müssen ihm eine Lektion erteilen. Sie halten beharrlich das Tempo und lassen das Fahrzeug noch ein paar wenige km/h langsamer werden, gerade so, dass der andere es merkt. Nachdem Sie die Maßnahme in einem für Sie angemessenen zeitlichen Rahmen umgesetzt haben, biegen Sie auf die rechte Spur ab, gefolgt von einem hastigen Abwinken und empörten Kopfschütteln zum Seitenfenster heraus, um die Lehrstunde zu vollenden. Da wir den ganzen Tag Entscheidungen treffen müssen, sind wir bemüht, möglichst sparsam mit unseren Ressourcen umzugehen und nur so viel Denkaufwand zu betreiben, wie nötig ist, um möglichst brauchbare Eindrücke zu bilden. Dabei greifen wir auf vereinfachte Strukturen und Stereotype zurück, um unser Verhalten zu organisieren. Man spricht auch vom kognitiven Geizhals. Wer schön ist, ist auch ein guter Mensch. Das funktioniert auch umgekehrt. Bayern-Fans sind eher lose Erfolgsfans und die ganze Sache mit Baden und Württemberg habe ich noch nie so ganz verstanden. Solche Fehler in der Beurteilung fallen uns besonders leicht, wenn es darum geht, am Ende besser dazustehen. Wenn wir uns vergleichen, suchen wir nach Schwächeren oder zumindest nach der Disziplin, in der wir besser abschneiden. Die anderen vernachlässigen wir. Wenn mein Kollege auf Arbeit mehr Geld verdient als ich, binde ich aller Welt auf die Nase, was für ein hingebungsvoller Ehemann ich bin. Natürlich nur, wenn die Partnerin nicht dabei ist. Und nicht zu vergessen, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld. Der andere ist einfach unfähig. Wir denken nicht immer und überall so. Und sicher habe ich manches überspitzt dargestellt. Hin und wieder legen wir uns ins Zeug, überwinden Stereotype und Vorurteile und sind offen für neue, korrigierende Erfahrungen. Und das ist gut so. Wir Menschen werden aber nie frei von Fehlern und Verzerrungen urteilen und bewerten können. Mir ist das vor nicht allzu langer Zeit in etwas drastischerer Weise bei mir selbst aufgefallen. Ich habe ein Praktikum im Gefängnis gemacht, genauer im Justizvollzugskrankenhaus. Die Leute dort haben schlimme Sachen getan, sind gescheitert, verwahrlost, verurteilt, verloren. Als Christ weiß ich natürlich gut, dass es Leute braucht, die Gottes Licht an den dunkelsten Orten leuchten lassen, die auch diesen Menschen dienen, und ich war stolz darauf, zu diesen Personen zu gehören. Ich kenne nicht viele Christen oder Menschen allgemein, die sich freiwillig in ein solches Feld begeben. Offensichtlich hatte ich verstanden, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Selbstverständlich sah ich mich dabei die ganze Zeit in der Rolle des Therapeuten, der über dem Straftäter steht. Schließlich habe ich mich ja gut und richtig verhalten. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie jener. Als ich dann aber mal wieder ein Aufnahmegespräch hatte mit einem neuen Gefangenen, in dem man typischerweise auch die Lebensgeschichte abfragt, war etwas anders. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon einige Urteile gelesen und schlimme Schicksale gehört. Aber irgendwie war ich dieses Mal innerlich mehr bewegt als sonst. Ich berichte im Folgenden ein fiktives Beispiel, das dem tatsächlichen Fall nachempfunden ist. Bei dem Gefangenen handelt es sich um einen großen, gut gebauten jungen Mann, der arrogant, abweisend, desinteressiert und aggressionsbereit rüberkam. Kurz, unsympathisch. Als mir der junge Mann berichtete, in welchen Verhältnissen er aufgewachsen war, dass er misshandelt und vernachlässigt wurde und mir mit Tränen in den Augen erzählte, dass es in seinem Leben niemanden gab, der für ihn da war, dass er stets auf sich gestellt war und zusehen musste, wie er zurechtkam, hat mein Herz innerlich angefangen, weh zu tun. Schließlich hat er sein Shirt ausgezogen und mir den von Narben übersäten Oberkörper gezeigt. Ich konnte mir die Tränen verdrücken, aber viel hat nicht gefehlt. Als ich nach Feierabend noch am Auto stand und den Tag reflektiert habe, ist mir etwas bewusst geworden.
Ich hatte das Gefühl, ein kleines Stück nachzuempfinden, wie sehr Jesus diesen Menschen liebt, wie sehr er mit ihm leidet und dass sein Tod am Kreuz auch ihm gilt. Dann ging es zu mir. Ich wusste in diesem Moment, dass ich das Kreuz kein Deut weniger nötig hatte als dieser junge Mann. Wer bin ich eigentlich zu meinen, ich könnte mich vor Gott besser machen, indem ich auf die Schlimmeren deute? Sein Urteil wiegt nicht schwerer als meins, weil mich meine Schuld genauso von Gott trennt wie ihn. Ich kann nicht sagen, dass ich seitdem die Welt mit neuen Augen sehe. Ich falle in alte Denkmuster, beurteile, bewerte. Es ist ein Kampf, den Fokus immer wieder gerade zu rücken, ein Kampf, den ich oft genug verliere. Ich glaube aber, dass es sich lohnt, immer wieder achtsam an dieser Stelle zu werden. Ja, liebe Gemeinde, bevor ich nach dieser Geschichte von Elias selbst noch einen Gedanken zum Predigtext dazulegen darf, stelle ich mich noch kurz vor. Ich heiße Robert Vosseler, ich studiere im 11. Semester Theologie und Politikwissenschaft im Bengelhaus und freue mich, dieses Thema noch weiter zu bedenken. Richten, bewerten, beurteilen. In der Geschichte von Elias wurde schon klar, wir leben in der Gesellschaft, in Gruppen, in der Schule beispielsweise, am Arbeitsplatz, auch in der Familie oder in der Gemeinde, an Orten, wo wir uns gegenseitig immer wieder beurteilen und einschätzen, um zu überleben. Und dieses Thema Richten und Beurteilen ist etwas, worauf wir Menschen ganz unterschiedlich reagieren können. Ich habe mich diese Woche mit einem Freund getroffen und wir haben uns darüber unterhalten, was Gott als Richter oder das Richten allgemein mit uns auslöst, wie wir darüber denken. Und wir waren total unterschiedlich. Für mich war es richtig schwierig. Ich mag es gar nicht, wenn man mich beobachtet, wenn meine Taten beurteilt werden, bewertet werden. In der Schule habe ich es überhaupt nicht gemocht, Klassenarbeiten schreiben zu müssen, Leistung bringen zu müssen. Ich fand es stressig und unangenehm. Und er auf der anderen Seite findet es total entlastend, hat er gemeint. Er meinte, ihm gibt es etwas zu wissen. Er muss nicht selbst in jeder einzelnen Entscheidung, die er jeden Tag trifft, wissen, was gut ist, was letztlich gut ist oder was letztlich böse ist. Nein, er darf es an Gott abgeben. Er darf wissen, dass er unter Gott lebt, unter Gottes Licht und es nicht alles selbst schon hier sehen muss. Weil, und das haben wir gerade gehört, wir selbst sehen gar nicht so viel und wir sind so eingeschränkt unter unserer eigenen Perspektive in unserem Alltag, so wie unsere Gehirne funktionieren. Und davon spricht auch der heutige Predigtext, den wir mal zusammen lesen wollen. Ich lese aus der Luther-Übersetzung 1. Korinther 4, die Verse 1 bis 5. Dafür halte uns jedermann, für Christi, für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist es ein geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist's aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Das ist der Predigtext zum dritten Advent. Und was vielleicht klar ist, aber hier auch nochmal ungemein wichtig ist, es geht hier nicht um ein Richten, wie es beispielsweise menschliche Gerichte auf der Basis von Gesetzen tun. Es geht eben nicht darum, wie Handlungen hier und jetzt gut sind, sondern es geht um das, was in Ewigkeit bleibt. Was war wirklich gut und was war wirklich böse? Und Paulus sagt hier ganz klar, wir Menschen können nicht richten. Wir sind blind, wir sehen gar nicht alles. Wir wissen nicht um die inneren Motivationen der Herzen der anderen und auch nicht unsere eigenen Herzen. Und wir wissen auch nicht bei allen Handlungen, die wir begehen, wozu sie führen, was die Folgen sind. Dafür haben wir gar nicht genug Informationen. Allein Gott sieht das Herz an und vor ihm kommt ans Licht,
was im Finstern oder in der Nacht der Welt, von der wir auch schon gesungen haben, verborgen bleibt. Das Besondere aber ist dabei, dass Gott ein guter Richter ist. Paulus schreibt hier in Vers 5, dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Das ist die Wertschätzung, die wir uns vielleicht manchmal so viel mehr wünschen und so viel weniger bekommen, als wir es verdient hätten. Denn er hat uns seinen Sohn aus Liebe gesandt. Und hier geht es dann nämlich um Advent und um Weihnachten, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und da bekommt dieses Richten eine ganz neue Bedeutung. Aus dem Richten, aus dem strengen Beurteilen, wird ein Aufrichten, wir erhalten ein Lob. Es wird ein Ausrichten, wir erhalten eine neue Ausrichtung für unser Leben, dass wir unser Leben in seinem Licht, das war ja das Thema, leben dürfen. Wir müssen uns nicht mehr, wie es in den Geschichten von Elias herauskam, selbst beurteilen oder andere beurteilen, für gut befinden, damit wir noch glauben können, einen Wert zu haben. Es kommt nicht mehr darauf an, was wir selbst oder auch was die Gesellschaft bewertet. Dadurch sind wir auch nicht mehr abhängig von dem Zuspruch oder der Kritik unserer Umwelt, der Gesellschaft, unserer Mitmenschen oder auch von uns selbst, sondern wir dürfen auf Jesus blicken. Und darin liegt dann die Erlösung, darin liegt das Befreiende, das Entspannende. Dort ist Jesus dann Heiland und Richter zugleich. Und das ist es, was es bedeutet, in seinem Licht zu leben. Und natürlich bleiben wir Menschen Teil dieser Welt, in der wir leben. Wir haben unsere Arbeitsstelle, wir haben unsere Familien, wir haben unsere Schule und die Gemeinde und all die Bereiche, in denen wir sind. Aber, und darauf dürfen wir in dieser Adventszeit wartend hoffen, Gott selbst ist nicht vor dieser Welt zurückgeschreckt, sondern er hat sich in dem kleinen Kind in der Krippe, ich hoffe, dass man es gut sehen kann, in Jesus, in eben diese unsere Welt hineinbegeben, in unsere Leben, die so oft so chaotisch sind, so seltsam und unübersichtlich, damit wir hier in seinem Licht und unter seinem Urteil leben dürfen. Darauf zu sehen und uns danach zu richten, vielleicht wie die Weisen aus dem Morgenlande, die dem Stern nach Bethlehem folgen, der ihnen den Weg weist zum Jesuskind, dazu ermutigt uns dieser Bibeltext. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Das Kind in der Krippe, das wir auf diesem Bild sehen dürfen und das so schön scheint und Licht ist für all die Menschen um es herum, indem Gott sich uns ganz schenkt, kommt als das Licht der Welt in unser Leben hinein. An ihm dürfen wir uns orientieren. Wir sind nicht mehr von unserem menschlichen Urteil abhängig und auch nicht von dem menschlichen Urteil unserer Umwelt. Nein, in seinem Licht dürfen wir leben. Und sein Kommen erwarten wir. Heute an diesem dritten Advent. Amen. Und wir singen nun ganz passend dazu die Nummer 19 aus dem EG, wobei ich das nicht sagen muss, weil es eh auf der Folie steht, Morgenstern. Freut euch und singt ein Lied.
wollen jetzt noch mal gemeinsam beten und wer kann, darf dazu gerne aufstehen. Gott, wir danken dir für die Menschen, die du uns an die Seite stellst und die du uns anvertraust. In Familie und in Freundschaften und auch in unserem sonstigen Alltag. Wir danken dir, dass du aber auch um alle Herausforderungen oder zwischenmenschlichen Probleme weißt, die es immer wieder gibt. Und wir möchten dich bitten um deinen Blick für unsere Mitmenschen. Schenke du uns deine Liebe für sie und hilf uns auch immer wieder neu, sie zu lieben und ihnen zu dienen, dort, wo du uns hingestellt hast. Wir möchten dich konkret für die Gemeinde hier bitten. Wir bitten dich, segne du alle Ehrenamtlichen, rüste du sie aus mit deiner Kraft und mit deiner Freude und schenk Weisheit und deinen Geist, gerade auch jetzt, wo so viele Überlegungen und Entscheidungen anstehen. Gott, lass diese Gemeinde Segen für ihr Umfeld und ein Zeugnis deiner Liebe sein. Herr Jesus, wir bitten dich für alle Gemeinden in Deutschland, dass sie von deinem Geist erfüllt werden, dass sie dir treu bleiben, dass sie sich nicht ablenken lassen, ja, von allem, was um uns herum passiert und all den, ja, Corona-Fällen und Maßnahmen, Herr, lass uns trotzdem uns auf dich konzentrieren und ganz nah bei dir bleiben. Herr Jesus, ich bitte dich auch für Einheit unter Christen. Ich bitte dich, Jesus, dass deine Gemeinde eins wird und eins bleibt und vorbereitet ist, wenn du wiederkommst. Und ich bitte dich, Jesus, für unsere Regierung, für unser Land und für alle Entscheidungen, die getroffen werden. Gib den Politikern Weisheit und deine Offenbarung. Mach sie stark, gib ihnen Mut und lass sie auch dem Druck standhalten, der von so vielen Seiten auf sie kommt. Herr Jesus, wir beten dich an. Amen. Guter Gott, wir möchten dir auch die Welt bringen. Wir bitten dich, dass du dich hier annimmst und dass du hier deine Herrschaft durchsetzt. Wir beten, dass du der Pandemie ein Ende bereitest. Und wir bitten dich ganz besonders für alle Menschen, die ohne Schutz sind, für unsere verfolgten Geschwister und für alle Vertriebenen. Du siehst die Flüchtlinge auf der ganzen Welt. Und wir denken besonders an die Flüchtlinge an der Grenze zu Polen, die als Druckmittel missbraucht werden. Du siehst, dass es keine einfache Lösung gibt, aber wir bitten dich, dass du eine Lösung in dieser Situation schenkst und schaffst. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ganz herzlichen Dank an alle, die vor und hinter den Kulissen diesen Gottesdienst mit vorbereitet und zur Feier mit beigetragen haben. Und dabei eben auch einen ganz besonderen Dank an euch aus dem Albrecht-Bengel-Haus, dass ihr heute zu uns gekommen seid, dass ihr uns besucht habt und dass ihr uns das Wort Gottes ausgelegt habt. Das Opfer vom vergangenen Sonntag betrug 108,55 €. Auch dafür bedanken wir uns herzlich. Und das heutige Opfer wollen wir euch mitgeben ins Albrecht-Bengel-Haus. Das Bengel-Haus ist ein Spendenwerk. Es wurde gegründet, damit junge Theologiestudierende geistliche Begleitung und Orientierung bekommen. Ich selber habe in meinem Studium viel davon profitiert und
Ich bitte Sie, dieses gute Werk großzügig zu unterstützen. Der Herr segne Geber und Gaben. In der kommenden Woche findet der Konfirmandenunterricht wieder um 15 Uhr statt. Am Mittwoch und am Donnerstag trifft sich der Hauskreis wieder online. Wer teilnehmen möchte, bekommt die Zugangsdaten auch gerne zusätzlich noch über das Pfarramt. Wir freuen uns, dass der ökumenische Adventskalender als stille Fenster stattfinden kann. Heute finden Sie ab 16 Uhr das Fenster am Waschhaus wieder geschmückt. Und wer die durchlaufende Geschichte von Samuel und dem Weihnachtsstern auch nachhören möchte, der findet sie auch online auf unserem YouTube-Kanal. Jeden Tag um 16 Uhr die neue Folge. Der Kirchengemeinderat trifft sich am Freitag um 18 Uhr hier im Gemeindezentrum zu einer Sondersitzung. Und am Samstag feiern die EC-Pfadfinder gemeinsam mit der Kinderkirche die Winterweihnacht. Um 18 Uhr Treffpunkt bei der Alten Kirche. Bis Mittwoch kann man sich noch online oder über das Pfarramt anmelden. Nächsten Sonntag feiern wir hier um 10 Uhr wieder Gottesdienst im Gemeindezentrum und per Livestream. Wir müssen leider dich, lieber Siegfried, aus dem Kirchengemeinderat verabschieden. Du hast um deine Entlassung gebeten und wir werden deine Entpflichtung auch in diesem Gottesdienst miteinander vornehmen. Ebenfalls nächsten Sonntag um 10 Uhr trifft sich dann auch wieder die Kinderkirche hier im Gemeindezentrum. Und nun hören wir noch einmal das Musikteam. Gottes Volk war schwer bedrängt in alter Zeit, unter Druck beherrscht von Ungerechtigkeit. Als es fast verzagte in der Dunkelheit, da war er nicht weit. Immanuel, Gott ist mit uns, er lässt uns nicht im Stich. Immanuel, Gott kommt zur Welt, sanftmütig zeigt er sich. Gottes Boten jubeln, bald ist es soweit. Gott ist auf dem Weg zu uns, macht euch bereit. Gerade dort, wo unsere Not zum Himmel schreit, da ist er nicht weit. Immanuel, Gott ist mit uns, er lässt uns nicht im Stich. Immanuel, Gott kommt zur Welt, sanftmütig zeigt er sich. Gottes Kinder bleiben nicht verschont vom Leid, kennen schwere Stunden, Angst und Einsamkeit. Doch sie wissen überall und jederzeit, Gott ist niemals weit. Immanuel, Gott ist mit uns, er lässt uns nicht im Stich. Immanuel, Gott kommt.
Vielen Dank euch für die musikalische Begleitung und wir stellen uns nun unter den Segen Gottes. Es segne dich der Herr, der dich geschaffen hat. Es behüte dich der Sohn, der für dich am Kreuz gelitten hat. Es erleuchte dich der Heilige Geist, der in dir lebt und wirkt. Gehe in seinem Frieden. Euch allen einen gesegneten Sonntag und nochmal das Angebot, mit uns ins Gespräch zu kommen oder an unserem Infotisch vorbeizukommen.